Wir fangen jetzt an mit unserem ersten Interview, und zwar mit Charlotte Jürg. Genau, du bist Sozialpädagogin und arbeitest viel zu psychiatrischen Themen. Mhm. Und es geht halt um den DSM-Katalog. Vielleicht kannst du erst mal erzählen, was das überhaupt ist. Ja, also DSM-Katalog, das ist ein Katalog, der wird in den USA verfasst von den amerikanischen Psychiatern. Und der gibt eigentlich das vor, was dann auch weltweit als psychisch krank gilt. Also das ist wie so eine Art Krankheitskriterienkatalog. Und dieser Katalog, wird von den amerikanischen Psychiatern verabschiedet und wird dann hier zu uns übernommen in den sogenannten ICD. Das ist halt ein anderes Kodierungssystem, was wir hier in Deutschland haben, aber was im Prinzip diese Kriterien übernimmt. Ja, das heißt, es werden immer neue Krankheiten gefunden oder vielleicht auch erfunden. Also wie kommt es, werden es immer mehr Krankheiten oder fällt auch manchmal eine raus, und wie wird das bestimmt? Also der DSM, der hat inzwischen ungefähr dreimal so viel psychische Krankheiten führt er auf als zu seiner Entstehung vor 50 Jahren. Und die Frage ist ja, was passiert da eigentlich, ne? Also gibt es diese Krankheiten tatsächlich in dem Maße, oder vor was für einem Phänomen stehen wir? Und meine These, und nicht nur meine, das sagen inzwischen viele, dass die Kriterien, ab wann man psychisch krank gilt, halt die Schwelle immer weiter runtergesetzt wird. Also ich habe mich sehr viel beschäftigt mit dem Thema Depression, habe dazu auch ein Buch veröffentlicht und musste da feststellen, dass heute Depression nicht mehr das gleiche ist, zum Beispiel wie vor 20 Jahren. Weil wenn man heute zum Arzt geht und sagt zum Beispiel, seit 2 Wochen fühle ich mich schlecht, habe ich Grübelneigung oder Appetitstörungen, dann kann der Arzt heute eine Depression diagnostizieren, das hätte er vor 20 Jahren noch nicht gemacht. Also die Kriterien sind ganz weit nach unten gesetzt worden, ab wann man von einer psychischen Störung sprechen kann. Und das betrifft eben nicht nur Depressionen, das betrifft sehr viele Krankheiten, also angebliche Krankheiten. Im neuen DSM zum Beispiel, da gibt es dann posttraumatische Verbitterungsstörungen. Also das sind das ist von einem Arzt vorgeschlagen worden, dieses Krankheitssyndrom, für Menschen aus dem Osten Deutschlands, die insbesondere im Osten Deutschlands leben und nach den ganzen sozialen Verwerfungen der letzten 20 Jahre ihre Probleme haben. Ja, dann gibt es die disruptive Launenfehlregulationsstörung. Man könnte es auch Jähzorn nennen. Oder es gibt die Prokrastination, aufschiebendes Verhalten, oder die Fressgelagestörung, Heißhunger. Also all das, was man sozusagen noch in Normalbefindlichkeit wäre, kann sofort also als psychische Krankheit umdefiniert werden. Ja, und kann das nicht auch vorteilhaft sein, dass, also wenn jetzt irgendwie extreme Gefühlslagen sind und dass das dann halt auch als Krankheit anerkannt wird, dass das früher so ein bisschen missachtet wurde und so die psychischen Krankheiten damals nicht so hoch gewertet wurden? Also das ist ja ein Argument zu sagen, ja, das ist jetzt auch entstigmatisiert und dadurch können wir dazu stehen. Aber mein Gegenargument wäre, dass ja die Diagnose einer psychischen Krankheit einen wieder in andere Abhängigkeiten führt. Also wir wissen ja alle, dass wir unter zunehmend schwierigen Verhältnissen leben, die Existenz unsicher wird, das Leben ist beschleunigt, verlässliche Lebenszusammenhänge zerfallen. Am Arbeitsplatz haben wir eine wesentlich dichtere Leistungsanforderung und schlechte Bezahlung. Jetzt kann man auf diese ganzen Bedingungen, auf diese schlechten Bedingungen unseres Lebens ja auf zweierlei Weise reagieren, entweder politisch oder sich zusammenschließen mit anderen und einfordern, dass eine Gesellschaft, die solche Strukturen schafft, unmenschlich wird oder das wenigstens mal zum Thema machen. Oder man kann es sich als persönliches Versagen auf die eigene Fahne schreiben und sich weiterhin damit beschäftigen, mit Medikamenten, Gesprächen und sonst wie aus einem angeblich rein persönlichen Tief wieder rauszukommen.
Man kann es zu einer medizinischen Angelegenheit machen, man kann es der Medizin zuschieben, was eigentlich ein gesellschaftliches Problem ist, ein soziales Problem ist. Und das schafft natürlich auch wieder ganz große Abhängigkeiten. Gutes Beispiel, oder was vielleicht jedem einleuchtet, ein gutes Beispiel sind die Kinder, die mit ADHS diagnostiziert werden, ne? Das ist ja auch eine sogenannte psychische Krankheit, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Da hatten wir 1995 5000 Fälle bundesweit und 2011 haben wir 620.000 diagnostizierte Kinder. Ich meine, wo soll das hinführen? Können Kinder dann die Schule nur noch überstehen, wenn sie Psychotherapie und Tabletten einnehmen? Was ist denn der Zweck dieses DSM? Also warum, also machen die immer mehr neue Krankheiten? Stecken da auch wirtschaftliche Interessen hinter? Oder was sind die Beweggründe? Oder wer macht die überhaupt genau in Amerika? Ja, das ist die Psychiatervereinigung. Die haben ganz sicherlich wirtschaftliche Interessen. Das ist klar. Also das ist ja für die Psychiater ist das ja eine gute Sache, wenn die Krankheiten immer mehr werden. Auch für diejenigen, die die Medikamente herstellen. Also Antidepressiva gelten als Lifestyle-Droge schlechthin. Und jährliche Zuwachsraten von 10% sind natürlich ein gutes Geschäft. Das ist ja klar. Die Frage wäre eher zu stellen, also dass das Geschäftemacherei ist. Ich glaube, darüber, da muss man nicht viel drüber nachdenken. Die Frage ist eher, warum wir alle so darauf abfahren und warum es, ja, warum wir das brauchen, warum wir die medizinische Diagnose brauchen, um uns irgendwie entlastet zu fühlen. Das finde ich eigentlich die schwierigere Frage, ja. Also, dass die in einem vollkommen ökonomisierten Gesundheitswesen, dass all das begrüßt wird, was weiteres Wachstum bringt, das ist klar. Und das wird auch forciert. Aber warum wollen wir unbedingt diagnostiziert und behandelt werden? Das ist so eigentlich die schwierigere Frage. Ja, das ist eine interessante Frage. Hast du eine Antwort darauf oder eine Vorstellung? Ja, ich glaube, es gibt da ganz, ja, es ist eine komplexe Geschichte. Also einmal glaube ich, dass so die Grenzen zwischen Krankheit und Gesundheit ja insgesamt schwinden. Also wir sind ja sehr damit beschäftigt oder wir sind ja inzwischen mehr oder weniger der Auffassung, dass Krankheit auch immer schon Krankheitsrisiko ist. Also wir sind sehr damit beschäftigt, Krankheitsrisiken aus unserem Leben auszuschalten. Alles das, was uns so an Gesundheitsvorschriften gemacht wird, Fitness, nicht rauchen, nicht trinken, Blutdruck niedrig halten und so weiter, das ist ja schon mal eine ganz, ganz großer Teil unseres Lebens geworden. Also wir wissen gar nicht mehr genau, wo hört eigentlich Gesundheit auf, wo fängt Krankheit an. Ein Soziologe hat mal gesagt, wir haben immer die Krankheiten, die noch nicht eingetroffen sind. Ja. Also das ist so ein Punkt. Dann glaube ich auch, so der, ja, dass der Glaube an die Machbarkeit von Gesundheit, also dass die herstellbar ist, dass es auch einen gewissen Hang gibt zur Optimierung und Perfektionierung, was man in der ganzen Pränatalmedizin, also das Ungeborene wird ja sozusagen schon als perfektes Wesen geplant, aber auch all die Optimierungsmöglichkeiten, die wir heute haben, körperlich, seelisch, all das führt natürlich auch dazu, dass wir so eine gewisse Kunst des Leidens verlernen, die uns eigentlich stark machen könnte. Und dann ist natürlich auch ein Leitbild, was heute ganz wichtig ist, so nicht, dass man sich beschränkt mit etwas, sondern dass man eigentlich alles kriegen kann, also entgrenztes Wollen, so wie wir auch entgrenzt konsumieren sollen, ja, so sind wir, ja, kennen wir da keine Grenze mehr im Wollen, was wir uns kaufen können für Körper und Seele. Also ich glaube, es kommen da ganz viele Punkte zusammen. Ja, das passt, glaube ich, auch ganz gut zu diesen ADHS-Kindern und dem Ritalin, dieser Leistungsdruck, dass halt die Eltern auch immer mehr von ihren Kindern fordern und irgendwie unter dem Vorwand immer nur das Beste fürs Kind wollen, dann halt Nachhilfe und extra Ballettschule und dies und das. Und wenn die Kinder da nicht mithalten oder nicht die gewünschten Leistungen der Eltern bringen, dann muss da halt irgendwie ein Fehler vorliegen und der also muss dann medikamentös behandelt werden. Ja, genau. Also das war früher, glaube ich, einfach, also
ja, dass es nicht krank war, sondern es war halt einfach so, dass irgendwie nicht alle diesen Leistungsdruck mitmachen wollen oder halt andere Fähigkeiten haben als die Schulleistung, und dann war auch gut. Und heute ist das halt nicht mehr gut. Man kann fast sagen, dass der Wert des Kindes an seiner Leistungsfähigkeit gemessen wird, ne? Und da haben wir dann natürlich ganz eigentlich schon zerstörte Verhältnisse zwischen Eltern und Kindern auf eine gewisse Art und Weise. Und da hilft auch kein Medikament. Da muss dann, ja, im Gegenteil, dieses Medikament oder der Glaube daran, dass man damit irgendwas handeln könnte, verstärkt das eigentlich noch. Wenn dieser DSM-Katalog in den USA gemacht wird, und finde ich ja schon erstaunlich, dass sie extra Krankheiten für Ostdeutsche neu entdecken. Aber Ostdeutschland ist vielleicht noch ein Markt. Wie ist denn das mit anderen Ländern, mit, was weiß ich, Kambodscha oder irgendwelchen Drittweltländern? Werden da auch immer mehr Krankheiten diagnostiziert, oder ist das eher so ein Industrienationenphänomen? Also das ist auf jeden Fall, was die psychischen Krankheiten betrifft, ein Industrienationenphänomen. Ja, das lässt sich in der dritten Welt oder in Dritte Welt oder in den Ländern des Südens nicht so gut verkaufen. Das ist etwas, das ist Lifestyle hier bei uns, ja. Aber natürlich beschränkt sich das ja nicht nur auf die psychischen Krankheiten. Also dieser Hang, alle Lebenslagen zu pathologisieren und zu behandlungsbedürftigen Zuständen zu erklären, erstreckt sich ja auch auf die körperlichen Krankheiten. Also wir haben jetzt schon den Zustand, dass jede zweite Geburt in manchen Großstädten als Kaiserschnittgeburt gemacht wird, dass Schwangerschaft insgesamt behandelt wird wie eine Krankheit. Das Altern ist eigentlich schon zur Krankheit erklärt worden, ja. Osteoporose, eigentlich eine ganz normale Alterserscheinung, hat also einen riesigen boomenden Markt an angeblichen Anti-Osteoporose-Mitteln hervorgebracht. Also es geht ja nicht nur in die Psyche, ne? Auch im Körperlichen kann man das feststellen. Und das sind natürlich auch Dinge, die in Länder, Schwellenländer oder südliche Länder exportiert werden, klar. Vielleicht mal auf die psychischen Krankheiten. Wenn das vielleicht irgendwie gar nicht so krank ist, sondern nur einfach ein normaler Zustand, den alle zeitweise mal haben, was wären denn dann die Alternativen zum Arzt? Gute Frage. Also ich denke immer, also gerade bei der Depression glaube ich, dass ganz viele Depressionen durch einen besseren Zusammenhalt, durch eine stärkere Zusammenschließung mit anderen, durch eine verlässliche Freundschaft, ja, und einander sozusagen die Stange halten, dass da ganz viel Möglichkeiten drin wären, sich viel dauerhafter und viel, gegenseitig viel stärker zu machen, als das durch die Abhängigkeit von einer medizinischen Dienstleistung der Fall wäre. Ja, mir gehen so langsam die Fragen aus. Fällt dir noch was ein, was wir vergessen haben, was interessant wäre? Ich kann höchstens noch sagen, wo man vielleicht was nachlesen kann, wenn es einen interessiert. Ja, gerne. Also es gibt von Jörg Blech, das ist der Journalist, ein Journalist, der wirklich sehr nett und locker schreibt, da gibt es das Buch Die Krankheitserfinder. Da kann man sehr viel erfahren über die Zunahme an körperlichen Krankheiten. Dann gibt es ein Buch, was sich, glaube ich, immer noch sehr lohnt zu lesen. Das ist von Ivan Illich und heißt Die Nemesis der Medizin, ist aus den 70er Jahren, aber wie ich finde noch hochaktuell, weil er sich darüber Gedanken macht, ab welchem Punkt dieses Medizinwesen eigentlich umkippt und schädlicher wird, als dass es nützlich ist. Also wo dieser Umschlagpunkt ist, ab wann wird es eigentlich, richtet es mehr Schaden an, als es Nutzen bringt. Und dieser Umschlagpunkt scheint so etwa in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts zu liegen. Dann bedanke ich mich herzlich bei Charlotte Jürg.